Märzgedenken. Worum geht es da? Es geht um die Sudetendeutschen. Sind das nicht deutsche Immigranten, die in Tschechien eingewandert sind? Präsident Masaryk hat das ja gesagt. Nein. Aber das sind doch die Deutschen, die 1939 mit Hitler gekommen sind und nachher wieder raus mussten, wie man bis heute sagt. Daher hatten sie kein Recht zu bleiben. Dass die Tschechen sie vertrieben haben, war ja nur eine spontane Reaktion auf die Nazis. Nein, die Sudetendeutschen lebten Jahrhunderte friedlich mit den Tschechen zusammen. Böhmen, Mähren und Schlesien waren ihre Heimat, die sie durch ihren Fleiß zur Blüte gebracht haben. So sind zum Beispiel alle Städte Böhmens, ausgenommen Tabor, deutsche Gründungen. Und nun wollen Sie den armen Tschechen den 4. März 1919 vorhalten? Kann man die Vergangenheit nicht endlich ruhen lassen? Kann man Unrecht auf sich beruhen lassen, wo es doch die Nachbarn trennt und es doch dem Täter viel besser bekommt zu beichten? Zu beichten? Was soll denn gebeichtet werden? Das Unrecht, das dieses Stück erzählt. Wozu denn? Die Sache ist doch sicherlich verjährt. Die Beichte tut dem Täter gut. Nur so kann er sich von seiner Last befreien. Vorher aber muss er sein Unrecht einsehen können und tätige Reue zeigen. Bevor man nicht einsieht, kann sich nichts ändern. Erst dann kann ihm vergeben werden. Dazu dieses Stück. Kein schönes Stück.